Hallo zusammen, willkommen in meiner Küche. Ich bin Maria und heute habe ich ein sensationelles Rezept für euch. Der leckerste Obstsalat, den ihr je gemacht habt. Und es ist in weniger als 10 Minuten fertig. Bleibt bis zum Ende des Videos, um zu sehen, wie ich den Salat am liebsten serviere. Du wirst wie ein echter Profi dastehen. Los geht's mit dem Rezept. So, ich zeige euch die Zutaten, die ich heute verwenden werde. Hier habe ich zwei Mangos, eine halbe Papaya, einen ganzen Ananas, drei Limetten, ein Geminzblätter und eine halbe Wassermelone. Es ist eine dunkle Wassermelone, die Art, die hier in Spanien angebaut wird. Diese Hälfte wiegt 4 Kilo 300 Gramm, aber natürlich werde ich kein 4 Kilo Wassermelone in meinem Obstsalat verwenden. Ich werde auch später sagen, wie viel ich verwenden werde. Ich werde diese Wassermelone vorsichtig ausleeren. Zuerst entferne ich die großen Stücke mit dem Messer und lege es in eine separate Schüssel. Und ja, wie man sieht, nasche ich ein paar kleine Stücke, einfach weil ich Hunger habe. Ich versuche die Wassermelonenstücke ganz zu lassen, damit ich es später in Würfel schneiden kann. Dann schäle ich den Boden und die Seiten mit einem Löffel. Und das sieht nach viel Arbeit aus, aber es ist viel einfacher und schneller, als man sich vorstellen kann. Dann trockne ich es mit Küchenrolle ab und lasse es normalerweise in einem Ort mit viel Sonne stehen, damit das bisschen Flüssigkeit, das noch übrig bleibt, verdünstet. Dadurch wird verhindert, dass der Salat zu flüssig wird. Wenn du in deinem Land keine Sonne hast, dann ja, erstmal tut mir leid, aber mach dir keine Sorge, dieser Schritt ist nicht unbedingt notwendig. Und jetzt schneide ich die Mangos in kleine Würfel und lege diese auf eine Waage, um zu sehen, wie viel sie wiegen, damit ich euch die genaue Menge mitteilen kann, die ich verwenden werde. Und während ich die Mangos schäle und schneide, nutze ich die Gelegenheit, um euch zu sagen, dass ihr, wenn euch das Video gefällt, nicht zögern solltet, meinen Kanal zu abonnieren. Es ist total kostenlos und ich teile jede Woche süße und herzhafte Rezepte. Ich garantiere dir, dass du es nicht bereuen willst, dich zu abonnieren. Guck mal, ich habe genau ein halbes Kilo Mango. Ich werde also weiterhin die Waage benutzen, um ein halbes Kilo von jeder Frucht zu verwenden. Ich zeige euch, wie ich die Ananas schneide, für diejenigen, die nicht wissen, wie das geht. Zuerst habe ich die Blätter und Boden abgeschnitten, um ihn besser zu halten zu können. Und ich lege jetzt die Ananas horizontal und schneide die Schale von oben nach unten ein. Jetzt trenne ich das Frischfleisch aus der Kernzone ab, das sehr hart ist und normalerweise nicht gegessen wird. Man kann es entweder wegwerfen oder das übrig gebliebene Frischfleisch einfach snacken, so wie ich immer mache. Ich schneide die Ananas in Stücke von der gleichen Größe wie die Mangos und überprüfe, ob ich etwa 500 Gramm habe. Werde ich die Papaya zubereiten. Ich zeige euch auch, wie man es schneidet, für diejenigen, die mit dieser Frucht nicht vertraut sind. Zuerst entferne ich die Kerne, ich halbiere sie
Und wenn die Frucht sehr reif ist, sollte sie sich leicht wie Butter schneiden lassen. Ich halbiere die Papaya erneut und entferne die Schale mit dem Messer. Und ich schneide die Papaya auf die gleiche Weise wie die anderen Früchte. Ich habe sie auf die Waage gelegt, um 500 Gramm zu messen. Ich mache genauso das gleiche mit der Wassermelone. Ich schneide 500 Gramm in kleine Stücke und gebe es in die Schüssel mit den restlichen Zutaten. Die Schüssel ist zu klein, also werde ich es in die größte Schüssel umfüllen, die ich zu Hause habe, um alles gut zu vermischen. Und dieser Salat enthält etwa 2 Kilo Obst und reicht für etwa 7 Personen. Leute, schau mal alle diese Farben. Schon jetzt sieht es köstlich aus. Aber Freunde, ich bin noch nicht fertig. Ich füge die Schale von 2 gut gewaschenen Limetten hinzu und auch den Saft von 2 oder 3 Limetten. Die Menge ist nach Geschmack. Die Limette verliert dem Obstsalat nicht nur viel Geschmack, sondern sorgt auch dafür, dass das Obst länger frisch bleibt. Die letzte Zutat sind gehackte Minzblätter. Die Menge ist wirklich nach Geschmack. Ich liebe schon das Aroma dieses Salats. Und ich weiß, dass ich dieses Rezept im Sommer hätte teilen sollen. Aber es ist wirklich so geil, dass es für jede Jahreszeit geeignet ist. So Freunde, ich habe alles schon gut gemischt und ich serviere meinen Obstsalat in der Wassermelonenschale, die ich vorher beiseite gelegt habe. Und es sieht so wunderschön aus. Ich liebe es. Hier ist mein Obstsalat schon fertig und wie ich euch immer sage, du würdest dieses Rezept absolut lieben. Es ist ein perfektes Dessert für Gäste, die nicht so sehr auf Süße stehen oder einfach für die Gelegenheiten, bei denen man einfach keinen Bock zu backen hat oder keinen Bock Pudding und sowas zu machen. Ne? Dieser Salat geht immer, also mach viel, viel davon. Ne? Es ist so, so lecker. Vielen Dank, dass du meine Küche heute besucht hast und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss, auf Wiedersehen!